Liebe Reisegemeinde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In diesem Video nehme ich euch mit in das kleinste Städtchen und die kleinste Gemeinde Nordrhein-Westfalens. 4.400 Einwohner gibt es hier auf einer Fläche von ca. 65 Quadratkilometern. Heimbach heißt dieser schöne Ort und ist die kleinste Stadt in Nordrhein-Westfalen. Heimbach befindet sich im Kreis Düren im Naturpark Hohesfenn in der Eifel. Seit 1974 ist Heimbach ein staatlich anerkannter Luftkurort und ein bekannter Wallfahrtsort. Dort ist ein beliebtes Ausflugsziel im Nationalpark der Eifel und ist umgeben von ausgedehnten Wäldern. Idyllisch liegt der Ort eingebettet in den Eifelbergen des Ruhrtals. Gemeint ist übrigens die Ruhr ohne H. Die erste urkundliche Erwähnung in Schenkungsurkunden findet Heimbach im Jahr 673. Direkt in der Nähe der Burg befindet sich der Kurpark. Hier finden regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen statt. Am Kurpark vorbei fließt die Ruhr. Am Kurpark befindet sich die Burg Hengebach. Diese wurde auf einem etwa 180 Meter langen und bis zu 40 Meter breiten Grauwackefelsen erbaut. Im Jahr 1106 wurde die Burg erstmals erwähnt. Sie zählt zu den ältesten Bauwerken in der Eifel. Die Außenanlagen und der Bergfried können das gesamte Jahr über besichtigt werden. Die Burg ist auch Sitz der Internationalen Kunstakademie Heimbach, eine Bildungs- und Ausbildungsstätte für bildende Künste. Zielgruppen sind kunstinteressierte Laien wie auch Profis. Vom Ortskern aus geht es fußläufig durch Felder auf malerischen Wegen an das Staubecken. Am Staubecken gibt es auf einer Seite Gastronomie. Tretboote und auch Kanus können stundenweise gemietet werden. Die Stauanlage dient zusammen mit dem Staubecken Obermaubach als Ausgleichsbecken für die Wasserkraftwerke der Urftalsperre. Das Staubecken kann über eine kleine Brücke am Überlauf überquert werden. Auf der anderen Seite entlang des Staubeckens geht es dann weiter auf einer kleinen Straße parallel zum Ufer. Hier kann man eine idyllische Aussicht auf das Wasser genießen. Am Ende der Straße, nach ca. 3 Kilometern, erreicht man das Jugendstilkraftwerk. Es ist einmalig in Europa. Es wurde 1905 in Betrieb genommen und erzeugt noch heute Strom. Das Gebäude ist im Jugendstil erbaut und komplett erhalten.
Die Anlage hat eine Leistung von 16.000 Kilowatt zur Abdeckung von Spitzenlasten. Einige alte Maschinen sind noch vorhanden. Das Jugendstil-Kraftwerk ist in Verbindung mit einer Führung zu besichtigen.